Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute gibt es wieder ein Update im Fall von Sonja Engelbrecht. Und ich muss sagen, ein sehr interessantes Update und meiner Meinung nach auch ein sehr vielversprechendes. Denn es geht um diese Decke, die in der Aktenzeichen-Y-Sendung gezeigt wurde. Es waren ja nur noch Fragmente von dieser Decke da, aber es hat wohl tatsächlich jemand herausgefunden, wie diese Decke früher einmal ausgesehen hat. Dazu gibt es einmal einen Bericht in der Bild und einmal in der Süddeutschen. Und da heißt es, tagsüber hütet Sandra P., 42 Jahre alt, Kinder. Abends ermittelt die Kinderpflegerin in ungeklärten Kriminalfällen. Und wie? Die Nordrhein-Westfalen, Bild hält aus Sicherheitsgründen ihren Wohnort und ihren Nachnamen geheim, allerdings haben sie ein Bild von ihr abgedruckt, half der Münchner Polizei in einem jahrzehntealten Mordfall. Sandra P. zur Bild. Die Decke habe ich in 2 Stunden gefunden. Nochmal, um kurz auf den Fall zurückzukommen, falls den irgendjemand nicht kennen sollte. 1995 verschwindet die Schülerin Sonja Engelbrecht mit 19 Jahren in München. Und erst 2022 wird ihre Leiche bei Kipfenberg im Kreis Eichstätt entdeckt. In einer abgelegenen Feldspalte in einem Waldstück, eingewickelt in Mülltüten. Mit in der Spalte eine zerrissene Decke. Die zeigte die Münchner Kripo Anfang März in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Sandra P. sagte dazu, ich habe die Sendung verfolgt und wollte helfen. Da habe ich angefangen, das Internet zu durchforsten und habe zufällig die Seite Vintage Blankets Museum gefunden. Und die habe ich durchgeschaut. Die Instagram-Seite sammelt und zeigt tausende Wolldecken aller Art. Und über 2200 Follower finden das toll. Dazu sagt Sandra dann wieder, erst habe ich nach einer blau-schwarzen Decke gesucht. Also kurz zur Erklärung. Die Fetzen, die von der Decke gezeigt wurden, waren tatsächlich blau in der Hauptfarbe und man konnte sehen, dass da einige schwarze Fragmente darauf waren. Und als das nichts brachte, habe ich mich auf Details konzentriert. Nach rund 2 Stunden habe ich die Decke gefunden. In Rot. Und da sind mir die Blumen unten aufgefallen. Die sind gleich. Und auch andere Details stimmen überein. Die Astenden mit Blättern eines Baumes im oberen Teil und an den Seiten. Und 2 fliegende Vögel. Und die Polizei bestätigt, das ist die Decke. Sandra P. handelt sofort. Diese Decke habe ich an Aktenzeichen Y geschickt und an die Münchner Polizei. Die hat sich bislang nicht bei mir gemeldet. Am Donnerstag war die Decke aus dem Bildbericht Thema in der Presserunde. Der Kriminalhauptkommissar Werner Krause, laut Begutachtung durch das Bayerische Landeskriminalamt, konnte festgestellt werden, dass diese Decke identisch mit der aufgefundenen Decke bei Sonja Engelbrecht ist. Im Fall der vor fast 28 Jahren ermordeten Schülerin Sonja Engelbrecht hat die Münchner Polizei einen unerwarteten Hinweis bekommen. Das stammt jetzt aus der Süddeutschen. Ein Zuschauer der Fernsehsendung Aktenzeichen Y erkannte nicht nur die Reste einer Decke, in welcher die Leiche der damals 19-Jährigen eingewickelt worden war, er konnte den Ermittlern auch zu einem ähnlichen Exemplar verhelfen. Und da hatte man in Aktenzeichen Y ja damals darum gebeten, ob irgendjemand anhand dieser Stücke, die es dort noch gab, vielleicht ein Vergleichsstück hat. Experten des Bayerischen Landeskriminalamts bestätigen, dass die Decke vom Muster und von der Farbgebung her tatsächlich vergleichbar ist. Ihre Größe wurde mit 2 Meter mal 1,40 Meter angegeben. Derzeit ermittelt die Mordkommission, wo und in welchem Zeitraum die Decke verkauft worden ist. Die Firma, die sie hergestellt hat, existiert aber nicht mehr. Und dann wird noch Folgendes gesagt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, sei nach der jüngsten Aktenzeichen Y-Sendung, die sich mit ungelösten Altfällen beschäftigt, rund 280 Hinweise eingegangen, die nun abgearbeitet werden. Sonja Engelbrecht war im April 1995 spurlos verschwunden
und ihre sterblichen Überreste wurden erst im vorigen Frühjahr in einem Wald bei Kipfenberg, Landkreis Eichstätt, entdeckt. Also ich meine, in dem Bildartikel auch gelesen zu haben, dass die gute Dame auch in diesem All-Mystery-Forum unterwegs ist. Das ist ein Forum, in dem man sich über Fälle unterhält, neue, alte Fälle, und auch Ideen austauscht, was dort passiert sein könnte. In vielen Fällen muss man dann natürlich aufpassen. Es geben sich halt dort auch gerne Personen als Angehörige von den Opfern aus, die dann weiteres zu berichten wissen und ähnliches. Es sind da also jede Menge Trittbrettfahrer und ähnliches unterwegs. Also man muss dieses Forum mit Vorsicht genießen, aber ich denke, das macht die gute Dame auch, so wie sie jetzt auf jeden Fall hier gearbeitet hat. Aber ansonsten ist es auch schon eine sehr interessante Quelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich schaue da auf jeden Fall auch immer mal wieder rein, um dort vielleicht noch die eine oder andere Information zu finden. Vor allen Dingen ist es ja so, dass oftmals Zeitungsartikel zu Fällen nicht mal abrufbar sind. Und dort gibt es dann nette Leute, die haben dann diese Artikel kopiert und dann in diese Foren oder in dieses Forum eingefügt. Also von daher ist es schon, wenn man mit einer gewissen Distanz rangeht, eine sehr gute Quelle, auf jeden Fall eine sehr gute Informationsquelle. Und in diesem Forum sind wohl auch schon einige von meinen Videos dort eingebettet zu den entsprechenden Fällen. Ihr habt ja jetzt auch die Bilder von dieser Decke oder von diesen Fragmenten nochmal gesehen und von dieser Decke, die die gute Frau herausgefunden hat. Also, da kann man ganz klar sagen, das ist dieser Typus der Decke. Jetzt in einer anderen Farbe, aber genauso wird die Decke im Urzustand ausgesehen haben. Also von meiner Seite aus, falls sie es sehen oder hören sollte, was ich jetzt hier gerade mache, ist eine ganz große Leistung von ihr. Und da sieht man mal wieder, dass solche Leute, die sich für Crime interessieren und privat solche Recherchen und Überlegungen anstellen, sehr hilfreich für die Polizei sein können, wenn man seriös an die Geschichte herangeht. Das ist immer wichtig, wenn man versucht, irgendwie sich damit zu profilieren, ist immer eine ganz schlechte Geschichte. Das hilft niemandem, vor allen Dingen nicht. Vor allen Dingen hilft es nicht in den Fällen weiter. Und das versuche ich halt grundsätzlich auch immer zu vermeiden. Ich stehe in den Videos nicht im Vordergrund, sondern ganz einfach die Fälle, sprich dementsprechend die Opfer. Und hier ist es einfach jemand, der sich wahrscheinlich schon sehr, sehr lange in der Freizeit mit Crime beschäftigt, mit ungeklärten Fällen, mit Cold Cases und hatte auf einmal eine Idee. Und wunderbar, diese Idee hat zum Erfolg geführt und wenn alles klappt, treibt dies die Geschichte, die Ermittlungen richtig voran. Denn ich denke mir mal schon, dass man sich irgendwie an so eine Decke erinnern kann, dass die irgendwo bei jemandem rumgelegen hat und dann urplötzlich verschwunden ist, weil sie doch in einer gewissen Art und Weise markant ist. Von meiner Seite her nochmal ein ganz großes Lob an die Dame und vielleicht ist sie ja hier auch bereits Zuschauerin. Wenn ja und Interesse besteht, dann gerne bei mir per E-Mail melden. Und wenn die E-Mail-Adresse nicht bekannt ist, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich antworte postwendend dann mit meiner E-Mail-Adresse. Das war es einmal mit dem Video zu diesem Update. Ich schaue mal, ob ich noch irgendwie weitere Informationen in dem vermissten Fall Alexandra R. finden kann, die einigermaßen zugänglich sind. Da scheint auch wieder ein bisschen Bewegung drin zu sein. Da mache ich dann natürlich auch noch ein Update. Gut, dann bedanke ich mich erst einmal für euch, bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!